Guten Tag, meine sehr geehrten Zuseher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Beckhams Level 24 bis 29. Fangen wir nun mit Level 24 an. Level 24 ist eine unendliche, isolierte und liminale, dunkle Landschaft. Diese Landschaft ist alienartig und befindet sich auf einem weit entfernten Planeten. Das Level ist anscheinend eine Sammlung verschiedener Alien-Landschaften. Die Landschaften können sich auch verändern, zum Beispiel die Schwerkraft oder die Temperatur, was diese Landschaften sehr gefährlich macht. Deswegen hat das Level auch eine Survival-Difficulty von Class 3. Umgebungsschwierigkeit von 5 von 5, auch bekannt als Dead Zone, ist auch sehr schwierig zu verlassen mit Exit 4 von 5, hat allerdings keine feindlichen Entitäten. Dieses Level hat auch einen Ton, den werde ich jetzt hier einmal kurz abspielen. So, ich denke, das reicht mal, dass ihr so einen ungefähren Eindruck davon bekommen habt. Hier gibt es auch immer wieder so kurze Textstellen wie: Bin ich aus der liminalen Hölle raus? Ist das Weltraum? Und die Landschaft wird auch als hoffnungslose, tote Landschaft bezeichnet. Es gibt ja auch Kristalle auf diesem Level in verschiedenen Farben, die besondere Eigenschaften besitzen. Planeten sind auch kollidiert hier. Es gibt auch Void 001 und das ist ein Objekt, auch bekannt als The Lost Planet, also ein Planet, der scheinbar in das Void driftet. In diesem Level wurden keine Entitäten gemeldet, obwohl vermutet wird, dass sich irgendwo welche verstecken. Außer wenn man schläft, dann erscheint Entity 12 fast sicher in den Träumen. Ich habe nachgeguckt, was Entity 12 ist. Das sind hier so ganz süße kleine Viecher, die sogar leicht zu zähmen sind. Und die werden damit sicher nicht gemeint sein. Es kann gut sein, dass es vorher eine andere Entität war, zum Beispiel Pinhead. Der schwächt einen so in seinem Träumen und tötet einen echt. Weil die neue Entity 12 ergibt keinen Sinn. Es gibt auch ein paar Kolonien, zum Beispiel Mech. Beziehungsweise Mac hat es probiert, aber nicht geschafft. Es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, aber das sind spezielle Situationen. Dann, bevor wir weitermachen, wollte ich euch noch einmal kurz Level 24 im Wikidot zeigen. Das ist ein Plastikmond, der an anderen Plastikplaneten und angebracht ist und eine LED-Sonne hat. Dies, sag mal, von der Größe sind die aber alle wie echte Planeten und so. Der Grund, warum ich nur dieses Level nicht vorgestellt habe, ist, wie ihr seht, ist der Text hier extrem kurz. Da gibt es eigentlich nichts zum Vorstellen. Dann haben wir als nächstes Level 25. Level 25 ist auch bekannt als Out of Order, hat eine Survival Difficulty von Class 1, ist sicher, stabil und hat nur einen minimalen Entity Count. Level 25, auch bekannt als Out of Order oder die 8, ist so ein liminales, nostalgisches Level, das an eine Arcade aus den späten bis mittleren 80er Jahren erinnert. Man kann da viele verschiedene Maschinen finden, auch nicht mal als Arcade-Maschinen, sondern andere Spielmaschinen. Und abgesehen von diesen Maschinen gibt es da auch noch Technologie wie Nintendo Game Boy und so. Aber alles von den 80ern und alles hat kein WLAN. Da sind auch alte Snackautomaten. Das Licht ist auch gedimmt und wirkt alt, bis auf ein paar andere Lichtquellen. Und Out-of-Order-Papiere signalisieren das. Also die sind an den Vending-Machines angebracht. Und die signalisieren, dass sie nicht benutzt werden können. Und diese Maschinen haben auch einiges an nützlichen Gegenständen, wie zum Beispiel Mandelwasser, aber die Maschinen funktionieren nicht. Nicht alle Bereiche sind jedoch Arcade, zum Beispiel gibt es auch Bowlingbahnen, Indoor-Spielplätze oder große Essens. Boah,
Dining Areas, keine Ahnung, was man in Deutsch jetzt genau zu sagt. Und ja, hier, wie ihr seht, gibt es auch noch ein paar andere Sachen dazu. Zum Beispiel auch die Kolonien und Mac, wie immer, hat natürlich einen Ausbruch, der auch Maschinen sammelt. Es sind ungefähr 20 Leute, die in diesem Außenposten leben. Level 24, gehen wir nochmal kurz dazu zurück, kann man nämlich übrigens auch von Level 23 betreten. Und das Gute an diesen Leveln ist, dass man wieder fast in der normalen Reihenfolge weiterkommt. Das heißt, man kommt nicht nur von Level 23 nach 24, sondern tatsächlich auch, zumindest im Fandom, und von Level 24 nach Level 25. Von Level 25 kommt man leider zwar nicht nach Level 26, aber trotzdem. Im Wikidot ist es ein bisschen anders. Da können einen die Arcade-Maschinen in sehr viele Level bringen. Also die funktionierenden Arcade-Maschinen. Da ist Level 26 aber auch nicht aufgelistet. Das heißt, man muss irgendwie anders nach Level 26 kommen. Trotzdem kommen wir jetzt aber nach Level 26, das auch bezeichnet wird als Otherworldly. Level 26 Otherworldly ist ein endliches Level, das sich aber trotzdem über Millionen von Kilometern erstreckt. Dieses Level ist auch bekannt als Suburban Household oder als vorörtlicher Haushalt, als vorörtliches Haus, würde ich sagen. Und dieses Level sieht genauso aus wie halt ein vorörtlicher Haushalt. Es kann auch als ähnlich zu Level 0 beschrieben werden. Man kann viele verschiedene segmentierte Räume finden und die Architektur ist auf großen Gängen und generell sehr verwirrend. Wie gesagt, es ist ähnlich zu Level 0 und hat deswegen auch so ähnliche Wanddeko mit dieser gelben monotonen Farbe. Hier ist auch wieder ein Ton beigelegt, den spiele ich euch jetzt mal ab. Perfekt, ich kann den nicht abspielen. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Den kann ich euch dann leider nicht zeigen, aber egal. Level 26 hat auf jeden Fall auch noch andere Gemeinsamkeiten zu Level 0. Zum Beispiel sind die Räume sehr ähnlich, obwohl die Gänge in diesem Level deutlich enger sind. Es gibt hier auch verschiedene Arten von Räumen und im Fandom, das mal wieder viel zu lange Artikel hat, gibt es ja auch noch was außerhalb des Hauses oder draußen. Und da kommt man hin, indem man durch ein Fenster klettert. Die meisten sind Entity 2, also Windows. Und das sind Entities, die aussehen wie Fenster, dich aber töten, wenn du denen zu nahe kommst. Also die können sich nicht selbst bewegen, aber wenn du halt Fenstern zu nahe kommst, dann töten die dich. Und wenn du halt ein Glück hast, das Glück hast, ein Fenster zu erwischen, das nicht Entity 2 ist, dann kommst du nach draußen. Und das ist anders als jedes andere Level der Backrooms, weil es die Frontrooms exakt nachgibt. Abgesehen davon, dass es permanent so ein blauen Nebel gibt. Es gibt dort trotzdem auch noch so einen riesigen Wald und Wege, die auch sehr verwirrend sind, weswegen man sich da auch schnell verlieren kann. Auch gefährliche Entities gibt es da. Sonst im Normalen gibt es in Level 26 aber alle normalen Entitäten. Zum Beispiel halt Windows, Hound, Smiler, Skinstealers und Insanities. Obwohl Insanities nicht gefährlich sind in diesem Level. Beziehungsweise zumindest nicht feindselig. Und dieses Level hat deswegen im Fandom eine Überlebensschwierigkeit von Klasse 3. Ist unsicher, unstabil und hat einen Low Entity Count. Im Wikidot hingegen hat es sogar eine Überlebensschwierigkeit von Klasse 5. Ist auch unsicher, auch ungesichert und ist aber auch noch von Entities überflutet. Es gibt einen verlassenen Außenposten und ein paar andere ruinierte Camps. Von Level 25 kann man hier tatsächlich angeblich doch herkommen. Das stand zwar nicht im Artikel von Level 25, aber schon im Artikel von Level 26. Oder von Die Hub natürlich, wie man von dem Level kommt man ja in fast alle Level. Deswegen muss man das ja eigentlich gar nicht auflisten. Wohl in manche Level kommt man angeblich nicht. Und verlassen kann man dieses Level
Im Wikidot nach Debasement, was ein Enigmatic Level ist, also sehr verrücktes und krasses Level. Und im Fandom nach Level 26,1 oder über Stufen nach Level 27. Also das ergibt sogar Sinn, warum das nach Level 27 führt. Das werden wir gleich sehen. Und was auch besonders ist an diesem Level, dass man hier auch durch No-Clipping in negative Level kommt. Das gibt es relativ selten. Es gibt natürlich auch noch andere Ausgänge, aber ich stelle ja meistens nur die wichtigsten vor. Hier unterscheiden sich jetzt Wikidot und Fandom größer, aber wir machen jetzt trotzdem mal weiter mit Level 27. Auch bekannt als Lingnus Desolation. Und dieses Level ist eigentlich früher auch bekannt gewesen unter dem Namen Brutums. Und es hat sich auch noch was anderes geändert. Also es wird immer noch Brutums bezeichnet, aber das ist nicht mehr der offizielle Name. Und es ist anscheinend endlos. Ein Labyrinth, ähnlich wie Level 0, aus komplexen, hölzernen Räumen. Der Teppich ist wie in Level 26. Und man kann hier von Level 26 herkommen, wie wir ja gerade schon hatten. Oder auch, indem man durch Level 0 unter dem Teppich durch den Boden bricht. Und tatsächlich hat dieses Level eine Sicherheit von Klasse 1, ist sicher stabil und hat gar keine Entitäten. Da dachte ich mir nämlich, das hat Creepy Smalltalk doch irgendwie anders erzählt, dass das so ein gefährliches Level ist. Wahrscheinlich wurde das geändert, weil die Level ja immer mal wieder neu geschrieben werden. Aber es wird ja trotzdem davon berichtet, dass es in Wänden und so jetzt dennoch gefährliche Entitäten gibt. Und dann haben wir jetzt hier noch Level 27 im Wikidot. Das ist auch sicher gesichert und hat keine Entitäten. Das ist eine heiße Quelle und eine Höhle. Und überhaupt ganz chilliges Level eigentlich. Es gibt ja auch noch eine krassere Geschichte von diesem Level. Die hat aber nichts mit dem Level direkt zu tun, deswegen gibt es im Wikidot keine Entitäten, im Fandom allerdings tatsächlich auch nicht, denn das Level ist komplett ohne Leben. Oder nicht ohne Leben, sondern sehr leer einfach. Gut, dann gehen wir nun weiter zu Level 28. Wie gesagt, haben sich hier ja schon angefangen, Fandom Wiki ein bisschen abzuspalten. Level 27 war ja und was Höhlen, so ein höhlenartiges Steinernes und Level 27 im Fandom war dann noch eher was Hölzernes. So geht es jetzt auch weiter mit Level 28. Die Attic oder der Dachboden im Deutschen, was halt einfach ein Dachboden ist, ist aber trotzdem sicher, stabil und hat nur wenige Entitäten und ist auch bekannt als Crawl Space, also ich würde es Kriech. Nee, nicht Kriechkeller, Kriechdachboden halt nennen. Und das ist ein immenser Komplex von vielen verschiedenen Dachbodenkammern. Und das Level ist aus Holz konstruiert. Das ist übrigens das, wieso ich dachte, dass der Ausgang aus Level 26 Sinn ergibt. Ich dachte nämlich, Level 27 wäre der Dachboden, aber das habe ich leider vertauscht. Dennoch gibt es hier einen Ausgang aus Level 27 und zwar so Dachbodentüren, Trapdoors aus der Decke von Level 27 führen hierher, wenn man da hochklettert. Gibt auch noch andere Ausgänge, vor allem aus Level 1 bis 8, Eingänge, sorry, aber das ist der wichtigste. Kolonien und Außenposten gibt es nicht, denn es ist sehr unwahrscheinlich, in diesem Level einer anderen Person zu begegnen, es sei denn, man betritt das Level auch mit dieser Person. Und Level 28 ist auch wieder fast ohne Leben, außer der Todesmotte oder Deathmotte, welche hier manchmal rumfliegt und nach Licht sucht. Ausgänge gibt es auch nach Level 29 und auch wieder nach sehr vielen anderen Leveln, wie man hier sieht. Nach Level 29 kommt man durch Snowklippen, wenn man hier umfällt. Erstmal machen wir mal mit Level 28 im Wikidot weiter. Das ist hier eine Burg mit blauem Himmel oder indigofarbenen Himmel.
oder eine Burgruine. Dieses Level hat eine Survival Difficulty von Class 1 Fragezeichen, sicher Fragezeichen, secure Fragezeichen und minimalen Entitäten. Jedoch sollte man diesem Artikel vielleicht gar nicht trauen, denn der blaue König hat Zugriff darauf und der hatte hier auch einen Besucher in seiner Burg, der auch als sichere Zone bezeichnet, und erzählt auch darüber, dass die Besucherin ihm Handys gezeigt hat und so und er dann ihr Handy geklaut hat und damit jetzt diesen Artikel schreibt. Das wenigstens ist er ehrlich, aber deswegen weiß man halt nicht, ob man dem ganzen Braten hier trauen kann. Ausgänge weiß man tatsächlich auch nicht, also Eingänge schon, aber Ausgänge sagt er, ja, keine Ahnung, sag ich dir halt nicht, haha. So wie ein kleines Kind. Es sei denn, du bist in dem Level und fragst dann, und dann sagt er, ja, ist okay, wenn du das Level verlassen willst, dann musst du nur mit mir reden. Aber in einem Artikel schreibt er das auf jeden Fall nicht. Hier ist auf jeden Fall noch ein ganz interessanter Artikel, von wo der blaue König von sich selbst erzählt. Und ich finde das auch ganz lustig geschrieben, wie das ist das beste Foto, was ich von mir selbst machen konnte mit dem Handy. Er entschuldigt sich auch noch dafür, dass er das Handy geklaut hat. Und er erzählt irgendwie auch noch davon, dass es ihm so schlecht geht und es so einen Sturm gibt, es sei denn, jemand anderes kommt zu dem Level, deswegen will er wahrscheinlich auch den Ausgang nicht sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass er böse ist, aber ist auf jeden Fall ganz witzig und ich glaube auch nicht, dass er ein unbedingt dieses Level verlassen will, wenn er schon darüber erzählt, wie schlecht es einem geht, wenn er niemanden zu Besuch hat. Machen wir weiter mit Level 29. Level 29, keinen Namen, zumindest nicht im Wikidot, hat eine Survival Difficulty von Klasse 4. Exit 4 von 5, also ist schwierig zu verlassen. Entities 5 von 5 und Umgebung 3 von 5, also sehr gefährlich. Und das ist eine Insel mit Bewohnern und so. Die kennt man ja wahrscheinlich auch schon. Ist auch die ausnahmsweise mal fürs Wikidot ein komplexer Artikel. Es gibt ja auch einen Kraken, was eine, die krasseste Entität so im ganzen Level ist. Und deswegen kann man das Level auch nicht verlassen. Und ansonsten gibt's auch noch weitere gefährliche Entitäten, aber nur im Ozean, nicht auf dem Level. Es gibt ja auch eine Gruppe mit 25.000 Einwohnern, also einige Leute leben auf diesem Level. Eigentlich ist das auch ganz cool, das Level so, aber man darf es halt nicht versuchen zu verlassen wegen der ganzen Entitäten im Wasser. Ansonsten ist dieses Level hier, wie man sieht, ziemlich komplex. Ich würde sagen, wenn euch das Level interessiert, dann lest euch den Artikel dazu durch, weil das wird den Rahmen des Videos komplett sprengen. Bin eh schon eine halbe Stunde am Aufnehmen. Achso, Level 29 im Wikidot kann man betreten, wie bei den Ozean in Level 7. Machen wir jetzt aber weiter mit Level 29 im Fandom, auch bekannt als künstlerische Sicht. Und im Fandom hat dieses Level eine nicht definierte Survival Difficulty, hat mysteriöse Eigenschaften, ist unbekannt und hat auch undokumentierte. Dieses Level wird auch als verlorene Kunstgalerie bezeichnet und ist eine massive, aber endliche Kunstgalerie mit 50 Trillionen Meilen oder 80 Trillionen Kilometern. Und es ist auch wieder ein sehr verwirrendes Level mit verwirrender Architektur, anomalen Bildern und auch verschiedenen Events, wie zum Beispiel Lights Out oder umgedrehter Schwerkraft. Dieses Level hat auch Entitäten wie Skins, Dealer, Smilers, Windows, Hounds, Facelings, Howlers, Clams, Deathmoods, keine Ahnung, Enefikas? Ich habe übrigens mal nachgeguckt nach diesen Anefikas. Das sind sehr krasse und gefährliche und auch feindliche Entitäten. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ah ja, genau hier. Und Ausgänge und Eingänge. Man kann hier aus Level 28 herkommen. Mehr steht da tatsächlich nicht. Das war's dann noch tatsächlich mit diesem Video.